Willkommen zu einer weiteren Pokémon Quest Folge. In der heutigen Folge wollen wir uns mal das neue Erkundungsset anschauen. Hier das Erkundungspaket 3er Set, das Mega Set, sage ich mal. Es enthält das Erkundungspaket, das Super Erkundungspaket und das Hyper Erkundungspaket. Plus Nidoran männlich und weiblich mit besonderer Attacke. Plus Lapras und Relaxo auf Level 1 mit besonderer Attacke. Und PS-Gutscheine im Wert von 300. Ja, mal sehen, wie teuer das sein wird. Ich werde es natürlich für euch holen. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich weiß echt nicht, wie teuer das ist. Dann gehen wir auch allgemein mal die ganzen Preise durch, weil ich glaube, ihr interessiert euch auch sehr dafür, wie viel diese ganzen Erkundungssets im Allgemeinen kosten. Oh, yo, das kostet 30 Euro. Oh, das ist fucking viel, aber... Okay. Okay, passt auf, Jungs, Mädels. Ich kauf's für euch. Für euch. Ja. Kurzer Cut. Ah, tut das weh. Tut das weh, Leute, Alter. 30 Euro dafür ausgegeben. Wenn du das hier innen, was schießt du bitte irgendwas, nachdem der Download abgeschlossen ist, dann spielst du dann halt. Alles klar. Okay, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Wow, der Download ist gerade bei 100% und es will nicht weitergehen. Das ist auf jeden Fall 100% nice. Übrigens, derzeit ist auch die Mario Tennis Aces Demo da, ne? Also, wenn ihr euch das mal, ne, ansehen wollt, dann zockt es auf jeden Fall jetzt auch an. Ich glaube, wenn das Video hier oben ist, habt ihr noch ein paar Stunden Zeit, das zu zocken. Ist auf jeden Fall ganz schön nice. Nur der Online-Mode ist halt allgemein ein bisschen laggy. Wenn du einen Gegner hast, der ziemlich schlechtes Internet hat, dann bist du echt am Arsch, muss ich sagen. Und wann geht endlich mal der Download hier fertig? Naja, na, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Vielleicht ist dann nachher der Download fertig. Was zur Hölle? Warum ist der Download irgendwie gecancelt? Ich verstehe es nicht. Und oh, es ist... Es funktioniert, okay. Ja gut, Leute, das hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber hey, wir können jetzt weiter Pokémon Quest zocken und ich kann euch mal zeigen, was alles in diesem Package drin ist. Ich glaube, mehr werde ich auch in der Folge auch gar nicht machen. Guck mal, wir starten direkt wieder hier. Okay, Pokéball-Modell. PS-Gutschein durch den Mitgliedsbonus plus 2. Oh, okay. Das sieht nice aus. Ach, krieg ich jetzt alles nochmal einzeln vorgestellt oder was? Duo-Skulptur, maximale Kapazität der Batterie plus 1. Oh, krass. Für den Kauf ist es ja super. Okay, nice. Ein Superball-Modell. Okay, das ist halt, ihr wisst Bescheid. Plus welche Statuen? Evoli. Oh, der sieht geil aus. Maximale Kapazität der Batterie plus 1. Okay. Puh, Lapras-Pool. Der sieht geil aus. Chance mit Gericht mehrere Pokémon anzulocken ist mal 2. Oh, das ist krass. Hyperball-Modell, PS-Gutscheine durch den Mitgliederbonus plus 40, okay. Krass. Pikachu-Bogen. Ah, das ist nice. Also diese Kapazität der Batterie immer hochzuhauen, das ist gut. Fundmenge aller Zutaten mal 2 durch den Gengar-Ballon, okay, nice. Ich will direkt gleich mal alle aufstellen, ey. Relaxo-Bank, Erfahrung durch Erkunden mal 2. Boah, sehr gut, ey. Okay. Meisterball-Modell, PS-Gutscheine mit... Oh, krass, ey, das ist... Okay, schauen wir mal nach, ob wir die jetzt alle aufsetzen können, die Deko-Objekte. I don't know. Ah, guck mal, da ist doch schon unser Relaxo. Was geht? Wäre krass, wenn es jetzt auch noch shiny gewesen wäre. Boah, es hat einfach 600 KP, als ob. Was geht ab bei dem Vieh? Nidoran männlich. Ne, weiblich und Nidoran männlich ist da vorne nochmal. Okay. Und jetzt würde ich gerne sofort zu Lapras übergehen. Oh Gott, Lapras, komm her, Bruder. Lapras hat einfach, oh, 651 KP, Leute. Damn. Da, bin ich auf jeden Fall Fan von, muss ich sagen. Und ey, wir haben 4 von den Kochtöpfen jetzt. Pikachu-Bogen können wir mal da hinstellen. So, Bruder, was los? Evoli-Bogen können wir hier hinstellen. Die Duo-Skulptur können wir, wo können wir die Duo-Skulptur hinstellen? Keine Ahnung. Aber die Relaxo-Bank können wir da hinstellen, okay. Lapras-Pool hier hinstellen. Hä, wo sollen wir denn die Duo-Skulptur hinstellen können? Muss ich jetzt dafür hier einen Platz frei machen, oder was? I don't know, aber eigentlich sollte die auch doch irgendwo hier hingehen, oder? Okay, ich kann alles irgendwie wohin setzen, außer die Duo-Skulptur. Ich habe keinen Plan, warum. Ich
Ich habe echt keinen Plan, warum. Aber die anderen kann ich ja alle überall hinsetzen. Das ist schon mal sehr interessant. So, den auch nochmal irgendwo hinsetzen. Aber das ist jetzt echt eine richtig volle Bude, muss ich sagen. Also, jetzt ohne Spaß, das ist übertriebenst voll hier. So, Meisterball kann ich den noch irgendwo anders hinsetzen. Ah, da vorne ist noch ein bisschen Platz frei. Warum kann ich eigentlich alles überall hinsetzen, außer die Duo-Skulptur? Warum? Hä? Ich verstehe es nicht. Also, ah, dahin. Okay, die ist genauso aus wie der Torbogen. Okay, okay. Sagt mir das doch, Leute. So, jetzt haben wir alles hier fertig, ne? Wir haben eigentlich alles hingesetzt. Wir können in vier verschiedenen Dingern jetzt kochen. Das ist auch sehr krass. Ey, das ist übertrieben krass. So, hier kochen wir auch dann direkt mal. Bla. So, Alter, wir können jetzt in vier fucking Behältern können wir kochen. Das ist krank. Wir haben eine richtige Maschine hier gebaut. Ich meine, für 30 Euro muss man auch mal sagen, ne? Muss halt sein. Einige werden es wahrscheinlich jetzt mega abfangen, dass ich hier für 30 Euro eingekauft habe und jetzt das Ganze jetzt bei hier so OP bin. Aber Leute, ihr wolltet es sehen. Ich habe es euch mal gezeigt hier. Ich werde auch mal vielleicht mit Reax und Lapos bald mal kämpfen, weil mich das mal interessiert, wie gut die sind. Und I don't know, Leute. Also, wie findet ihr das Paket? Ich fand 30 Euro ist ein bisschen viel halt, ein bisschen happig. Aber was soll ich euch sagen, Leute? Ja, ne? Ist halt nochmal viel. Oh, damn. Nochmal ein paar PS-Gutscheine. So, und das war's dann, ne? Mehr haben wir nicht hier. Gut, aber es sieht schon ziemlich voll aus, muss ich sagen. Also, es sieht echt ziemlich voll aus. Oh mein Gott, ey. Das ist krass. Ich werde aber mal anstatt Quapsel, werde ich mal wahrscheinlich Lapras ins Team nehmen. Ja, ich glaube, ich werde Lapras ins Team nehmen. Boah, das wird so krass, Leute. Das wird so krass. Wenn ich Lapras im Team habe, oh mein Gott, ey. Das wird ja das übelste Zafika-Pokémon werden. Und das ist gerade auf Level 1 hier, ne? Das ist krass. Und ich glaube, ich kann dafür Relaxo mal reinhauen, anstatt Mu. Oh, ich muss den hier unten reinziehen, ne? Ja, Lapras hätte sich bald entwickelt, aber Wayne Train, wir könnten jetzt mal allgemein ein bisschen unser Team erweitern. Wobei ich eigentlich sehr zufrieden bin mit unserem Team an sich. Relaxo anstatt Mushas, denn Alter, wir haben trotzdem noch 2400 Punkte. Aber Leute, das werden wir jetzt mal sofort ändern. Wir werden nämlich ein paar Steine auf diese Pokémon draufhauen, Leute. Das wird nämlich Alter, das wird richtig OP. Ich glaube echt, dass das ziemlich OP wird. Gucken wir mal, was hatte denn Mushas? Mushas hatte den hier, den kriegt der hier, den da einfach rein. So, wir können nicht viel draufhauen, leider. Ah, das kommt wahrscheinlich mit den nächsten Leveln erst, ne? Oh, das ist ekelhaft. Gut, was haben wir denn noch? Also, wir hatten 156er auf ihn. Okay, dann können wir das auch mal draufhauen. So, ich bin gespannt, wann sich die nächsten Dinger auf jeden Fall bilden. Wir sind zwar nur auf Level 1, aber haben schon eine Fähigkeiten Range von 2700 Punkten. Okay, das ist ganz gut an sich. Wir schauen einfach mal. Obwohl, warte, ich hab etwas ganz vergessen. Wir haben ja noch diese ganzen Schnellfeuer-Sachen und so ein Shit, ne? Passt das hier hin? Ja, Quapsel, ne? Let's get it. Der Streustein geht auch bei ihm. Okay, interessant. Habe ich jetzt bei ihm nichts mehr drauf? Habe ich das bei ihm? I don't know. Ich guck mal bei ihm, was ich draufhauen kann. Ich hatte ja. Okay, eigentlich gar nichts mehr, ne? Eigentlich gar nichts mehr. Fuck, ich hab keine von diesen Teilen mehr. Fuck. Ja, gut. Belass das einfach mal dabei. Und ich guck einfach mal, wie gut ich mit denen jetzt gegen. Boah, ja, genau, gegen 5-2 ankomme. Bonus-Typ Wasser ist perfekt. Wir haben ja Lapras mit am Start. Das Ding an der ganzen Sache ist halt, wie wir von den Leveln jetzt abgehen werden gleich. Oh, Eissturm und Wasserring. Das ist ja krank. Und Knuddler hat er. Oh mein Gott. Das ist krass. Er hat einfach Knuddler. Okay. Machen wir direkt mal. Oh mein Gott. Wasserring ist natürlich viel für alle, ne? Oder? Müsste sein, ne? So, Egelsamen. Bam. Eigentlich brauchen wir somit kein Dings hier. Wie heißt das? Oh, damn, Alter, Eissturm geht aber richtig ab. Somit brauchen wir eigentlich gar keinen Egelsamen mehr, wenn er doch die ganze Zeit mit Wasserring uns auffüllen kann, ne? Eigentlich ganz fresh, muss man sagen. So, Eissturm, bam, haut richtig rein. Ey, gefällt mir richtig. Ich gucke gleich mal, wie der Gigastoß reinhaut, aber das gefällt mir auf jeden Fall. So, Wasserring für uns alle. Geht das uns alle? I don't know. Okay, Gigastoß, gib ihn! Boah, er trifft einfach. Oh, er hat nur einen getroffen, Leute. Das sah aus, als würde er alle treffen, aber scheinbar hat er nur einen getroffen. Okay. Sehr interessant und gut zu wissen. Bam! Ja, also für unser Team ist das hier gar kein Problem durchzukommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Aber, oh, das war gerade mal die erste Welle.
Wir machen auf jeden Fall ziemlich wenig Damage, muss ich sagen. So, bam, Knull da reinhauen und Eissturm und Aegis. Ja, also wir machen ziemlich wenig Damage, aber dafür kassieren wir auch fast gar nicht, muss ich sagen. So, okay, das scheint schon die Welle gewesen zu sein, die zwei, drei Pokémon hier, okay. Es sind aber auch vier Wellen, muss man sagen, ne? Also es ist ein bisschen mehr als eben. Deswegen, ja. Wir haben zwar keine Wasserattacke, das ist schade, aber Lapras hat ja wahrscheinlich, die haben öfter mal so ein paar Attacken, die sie auch normal droppen, ohne dass sie dann irgendwas hier drückt. Da wird wahrscheinlich auch eine Wasserattacke bei sein, die er hat. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall sehr nützlich hier, weil, wie gesagt, hier ist der Wassertyp ganz oben mit dabei. Was ziemlich gut ist. So, wo ist denn die nächste Welle dann? Ich möchte direkt zur nächsten LV rücken. Oh! Oh! Er setzt Schaufel, also wie es aussieht. Damn, das ist gar nicht cool, Bruder. Das ist gar nicht cool. So. Ja, Eissturm. B. Oh, ich treffe nicht. Ich treffe nicht mit Eissturm. Das ist ja ekelhaft. Dass ich sie mit Eissturm treffe, ist ja echt ekelhaft. Okay, die Angriffe hat auch überstanden. Oh, damn. Ein Golbat. Das ist wohl das Boss-Problem hier. Okay. Wir bekommen einen Knuddler. Ich bin echt gespannt, wie viele Level-Ups wir gleich machen. Und wir sind umzingelt. Okay, goddamn. Das ist nicht cool, dass wir umzingelt sind. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Er kriegt gerade ziemlich fetten Damage. Oh Gott. Und oh, Wasserring. Los, durch den Wasserring. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden gerade echt ziemlich zerhauen, muss ich sagen. Ja, hau mal ein paar davon raus. Und ich gebe mal den Eissturm hier rein. So. Und jetzt müssen wir aber voll auf ihn gegangen werden. Weil sonst sind wir ein bisschen am Arsch. So. Er kriegt nochmal einen Egelsamen rein. Okay, also Relaxo ist down gegangen. Das ist ein bisschen bad. Oh Mann, ich treffe den Eissturm nicht, weil er immer so in die verschiedensten Richtungen reinhaut. Und irgendwie bin ich jetzt gerade auf den automatischen Modus gekommen. Wie das denn? Ah, wenn ich da oben drücke die ganze Zeit. Da, dadurch komme ich in den automatischen Mode rein. Ich treffe eigentlich nie mit Lapras. Das ist echt ein bisschen... Ah, und er ist schon wieder down. Okay. Kann ich vielleicht, wenn ich ein bisschen zurück mit ihm und jetzt den Eissturm... Er trifft wieder nichts. Er trifft wieder nichts, okay. Bruder, mach ihn mal bitte fertig. Weil sonst wird es gerade ein bisschen eng für uns. Oh mein Gott, ich will nur noch sehen, wie viele Level-Ups ich hier bekomme am Anfang. Weil ich habe ja noch kein Pokémon, was auf Level 1 war, wieder hochtrainiert. Und ich habe ja eigentlich diesen Trainingsbonus auch für die etwas loweren Pokémon. Deswegen bin ich da ziemlich gespannt. Und relax, gib ihm den Rest. Oh, er gibt dir nicht den Rest, schade. Aber hey, er ist down, er ist endlich down, nice. Was? Wenn wir wohl einen Erfahrungspunkt bekommen, werden wir hart leveln können? I don't know, wir werden es jetzt sehen. Was? Wir sind bis auf Level 10 hoch. Ja, das war besser als erwartet. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Alter. Alter, das war echt besser als erwartet. Damn. Puh. Puh, puh, puh. Ich glaube, ich verlasse das erstmal hier für die Folge, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Set viel zu OP findet oder findet ihr es okay. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao, Leute.